Hallo, mein Name ist Martin Sperfeld. Ich bin Doktorand an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und heute möchte ich gerne ein bisschen was über meine Doktorarbeit erzählen. Jede etwas größere Stadt hat ein altes Gaswerkgelände. Diese Standorte dienten damals dazu, um aus Kohle Gas zu machen, Stadtgas, das für die Beleuchtung benutzt wurde oder zum Erhitzen. Ich forsche an schadstoffabbauenden Bakterien, die in der Natur vorkommen und dazu in der Lage sind, viele doch von uns Menschen gemachte Schadstoffe abzubauen. An diesem Gaswerkstandort hat man das Problem mit Altlasten, die unfachmännisch entsorgt wurden. Sie wurden einfach in riesige Teergruben gefüllt. Aus diesen Gruben sickern kontinuierlich Schadstoffe noch in das Grundwasser ein. Und von dort stellen sie eine Gefahr dar für die Qualität des Trinkwassers oder können auch in die Nahrungskette eingehen. Zum Glück gibt es Mikroorganismen, also Bakterien und Pilze, die in diesem Untergrund wohnen, leben und die sind in der Lage, diese Schadstoffe abzubauen. Wir nehmen diese Bakterien von diesem Standort, bringen sie ins Labor. Wir geben ihnen besondere Bedingungen, dass sie dort gut atmen können. Wir füttern sie sozusagen mit den Schadstoffen, die auch hier vorkommen. In unserem Fall veratmen unsere Bakterien Nitrat. Und wir wollen wissen, wie gut funktioniert dieser Schadstoffabbau. Wie kann man am besten diese Bakterien dazu stimulieren? Wir untersuchen dafür die DNA dieser Bakterien und suchen zum Beispiel nach besonderen Genen und können daran ablesen, was für ein Potenzial zum Schadstoffabbau sich hier an diesem Standort verbirgt. Wir untersuchen diese Bakterien klassisch am Mikroskop mit neuesten DNA-Sequenziermethoden. Wir untersuchen die auch biochemisch, das heißt, wir untersuchen die Enzyme, die am Schadstoffabbau beteiligt sind und bringen das dann alles zusammen, erweitern das Bild, das allgemeine Wissen über diese Bakterien. Und das große Ziel ist es am Ende herauszufinden, wie wir diese Bakterien dabei unterstützen können, Schadstoffe abzubauen. Das Institut für Mikrobiologie in Jena hat eine sehr lange Tradition, setzt sich heute aus verschiedenen Teilgebieten der Forschung zusammen. Diese wären die mikrobielle Kommunikation, die Forschung nach neuen Naturstoffen aus Mikroorganismen, die Umweltmikrobiologie oder die mikrobielle Infektionsbiologie. Die Promotionsstudenten an der Universität Jena haben auch ein sehr gutes Umfeld. Neben der Graduiertenakademie wäre auch noch die Graduiertenschule Jena School for Microbial Communication zu nennen, die im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes finanziell gefördert wird, die auch sehr stark daran interessiert ist, den einzelnen Doktoranden hier in Jena zu fördern. Innerhalb der Mikrobiologie wird da eine sehr strukturierte und sehr vielseitige Ausbildung angeboten, neben der eigentlichen Arbeit im Labor. Es ist ein sehr schönes Arbeiten, sehr freundschaftlich. Es ist fast wie ein Hobby. Wir sind alle wie in einem Hobbykeller und können uns mehr oder weniger nach dem Humboldtschen Ideal relativ gut austoben und sehr frei unsere Grundlagenforschung machen, die auch dementsprechend sehr produktiv bei uns ist. Hab nach meinem Bachelor in Rostock dann geguckt, wo kann man dieses Thema sehr gut bearbeiten, kam dann auf Jena. Jena hat auch einen sehr guten Ruf, eine lange Tradition, was Mikrobiologie angeht. Hab mich dann doch sehr schnell für Jena entschieden, auch nachdem ich das erste Mal in der Stadt war und gesehen habe, wie schön es im Tal gelegen ist. Hab dann sofort gewusst, am ersten Blick, okay, Jena ist die richtige Stadt und hier willst du noch ein bisschen bleiben.